Willkommen zurück zu Let's Play Creepy Castle. Die letzte Folge hat sehr schön geendet. Die aktuelle Folge ist leider im Nachhinein erst aufgenommen worden, die Audio. Tut mir wirklich leid dafür, aber die letzte Aufnahme ist leider verloren gegangen. Und ich dachte mir, bevor ich es nochmal komplett neu aufnehme, rede ich lieber drüber, weil man erlebt es leider nur einmal zum ersten Mal. Tut mir wirklich leid. Aber wir nähern uns dem Ende. Was haben wir denn hier? Monsoon's Locks Crossroads. During the crisis meeting, Darkings seemed oddly collected considering the pivotal role the Heartbreaker played in his scheme. I thought it a display of patience then, but I think I was wrong. My guess was that he had a backup plan or was looking to rebuild and postpone, but he retreated to his chambers for good. He did not give a single order before he vanished. I am afraid his calm demeanor is not but a facade, masking a terrible anger. No one knows what he would do, not even he himself. I ought to be relieved. The Heartbreaker is in pieces. Darkling's hands should be tied now. Still, the glimpse I caught of him as he retreated terrifies me. He looked like he was poised on the edge of a precipice, ready to fling himself into the abyss. Had I not moved out of the way, he would have struck me down where I stood. Maybe there is nothing he can do now, but there is nothing he won't do. I would go confront him myself, maybe sure nothing terrible is about to happen. But even now I can not bring myself to openly oppose my master. If word got out, all the goodwill and reputation I built up over the years would evaporate in an instant. How would I find him then? I'm willing to risk the world to see his this through. That intruder, Moth, he will be looking for Darkling, I'm certain of it. When our wills and weapons clashed, I grew to understand him a bit. Surely he felt the same as a warrior. It is time to go face him again. He has no idea what he is walking into. He has not seen Darkling as I have. His resolve must burn like the sun, lest he be consumed by the darkness. If he loses, he stood no chance against Darkling to begin with. Then we all hope nothing happens and we get off lightly. But should he best me, I would gladly put it all on his shoulders, certain he could bear. Zwischendurch habe ich da mal relativ schnell gelesen, muss ich sagen. Aber das macht nichts. Can't wait to eat a mouthful. Ich bin... Ach, links haben wir Ding gesehen. Darkling, off, so we meet at last. The destiny I was put on this world to fulfill, you have left. Irgendwas. Das ist die Ding, wie auch immer so heißt. Not vergessen. Arrowhead oder so. It's a shame you arrived so early. The world would have been better for the... Irgendwas. Perhaps it too was fate, bringing you to manifest ideas opposing my own. Then we'll do what we must. My only option is to clear you from my path and rebuild the ideal future. Boss fight! Darkling Duck. Nicht Duck. Darkling, der finale Boss des Spiels. Zumindest der finale Antagonist des Spiels. Ja, Moves. Die Standard-Moves. Also ihr kennt sie eigentlich alle schon. Hier links, rechts, ganz schnell drücken. Das war eine... Das war nervig. Das Spiel ist nervig. Und das habe ich nie wirklich verstanden. Einfach ist perfekt hingekriegt und dann nie wieder, wirklich. Quick Draw heißt das Spiel hier. Okay. Finde die Kopie, aber wie? Ja, keine Ahnung, ich hab's auch jetzt nicht gesehen. Okay. Wer den falschen jetzt genommen im Nachhinein. Das ist ein komisches Spiel. Quick Draw, dass das nur okay ist, wundert mich fast. Oh, was soll's. Und. Okay, hätte ich wieder falsch gehabt. Ah. Komisches Spiel. Sehr komisches Spiel. Aber Darkling hat eine Menge Leben. Shinken Shira Hadori. Oh, kann ich mal die Move-Namen sehen? Okay, gar keiner. Have you even considered the nature of the status quo you protect? The atrocities we commit to each other? What kind of destiny do you even think there is for the pathetic life on this earth to inch towards? People will just destroy themselves over and over again. The only break in the pattern would be perfect unity. Unity has eluded us for millennia, and when we are finally brought to its precipice, you seek to destroy it?
Moth, are you truly convinced I am in the wrong, should I fail? Do you realize how many fates will be sealed to end in murder and tragedy? Oh nein, du denkst vollkommen falsch. Shinken Shirahaduri. Ah, was das übersetzt heißt. Ach ja, das Spiel. Das. Nee, doch, lief relativ gut. Kein Mist! Boah, ich bin so gut. Dark Rush. Ja, wie Dark, ich hätt's fast verkackt. Aber das ist ein Controller gespammt. Aber Darking Duck ist schon eine Bossklasse für sich. Das hat keinen Namen. Ist einfach nur Fencing. Was kommt jetzt? Wieder der Left, Right, Spam, Move. Wieder ein okay. Er hat nicht vor das Leben, ihm fehlt ein Leben. Ah! Au. Prozent. Au, Prozent? Ah, ich hätte noch drei Misses gehabt. What the fuck? To what extent do you know pain? Have you ever felt the loss of love, the emptiness that becomes of your soul? People would be better off if they didn't have to experience such profound pain. Did you ever feel the anguish of a problem that you couldn't fix, a person who you couldn't help? The torture of watching someone suffer, unable to do anything to stop it. It's better for no one to ever feel that. It's better to cast away the fleeting sensation of happiness than for anyone to ever feel the absolute terror of that pain. Your blade wavers. Is that reluctance? Moth, I'm not going to stop working toward my goals. I will rebuild over and over again if I have to. Even if I shouldn't, I know I shouldn't. It takes a villain to break the heart of everyone in the world. But I'm willing to be that villain. That king of darkness. So no one else will ever have to go through what I did. So fight, Moth. Fight to protect what you know in your heart is right. Just as I will fight to protect what I believe in. We must fight until only one ideal remains. Oh, die Musik verändert sich. Das sieht so traurig aus. Oh, das ist richtig. Du hast's verkackt? Ja, dann in Super Slow Motion bitte nochmal. Hauptsache, man kann nicht verlieren. Das ist auch so langsam. Noch, ich weiß nicht, ob es Taunten ist oder Mitleid. Man will fast nicht zuschlagen. Wo ist er wohl? Ach, Darking. Am liebsten würde ich dich ja verschonen. Oh. Die, allein wie er dasteht, es bricht einem das Herz. Du Arme. Darking. Selbst Moff sieht ziemlich traurig aus. Das ist mir das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Ja. Oh. Ist auch ein ewiges Spiel. Also. Und er gibt auf. Ich konnte. Nein. Das geht einfach nicht. Es tut mir leid, Darkin. Es tut mir leid. Aber das Spiel lässt mich dich nicht verschonen. And Queen, I just snuck up in to beat up Darking myself, but I see that is no longer necessary. Darking, I didn't take him for a crybaby. With that resolve, my work is done here. Will you be leaving too? I may as well accompany you. Du hast überhaupt kein Mitleid.
Hast du schon ein Herz? Wurdest du schon vom Heartbreaker erwischt? I do pity Darking. He really misled himself. No one is entitled to rob the agency of another. Darking. Kisten? Ich dachte, wir haben das Spiel durch. Ein Speicherpunkt. What the fuck? So leer, ruhig, so still. Achso, und ich war mir nicht sicher, ob ich was verpasst habe. Aber nein, man kann da nicht runterdroppen. Geht nicht. Lässt das Spiel nicht zu. Warum geht es weiter? Was war das für ein Geräusch? You left him alive, so I finished the job for you. Who goes there? Whoever you are messing around with someone with a doctorate in breaking faces and someone who is passable at slicing them. The possibility of his plan coming to be was the only thing keeping me locked away. Your destruction of the Heartbreaker darkened the future. You could say that you just brought on the end of the world. A commendable effort. His body was quite strong. Fit to take as an instrument. What the fuck? Evil Darking? It's a shame you won't personally see me revel in the destruction of your world. But consider it a quick end your reward. Sehr, sehr creepy der Hintergrund. Darking Fragezeichen? Oh. Quick draw, fail? This indomitable power, it's been too long. I can see how hard it is for you to attack Darking's body, don't feel alone. As I possess Darking, he is forced to bear witness to everything I do. I feel his remorse too as he helplessly watches his body lay waste to you. Still possessed. What the fuck? Hätte mich heilen sollen. Perfect. Kein Schaden? How does it feel to be so helpless? I must admit, your perseverance is admirable. I thought bravery had left this meek planet long ago. Wait, Moth, my radar. Ha, so that's it. Non-carbon-based life always thinks it's something. There's a simple way we can take this guy out. But Darking? Certain loss is schlimm. Have you heard enough yet? Darking, are you anywhere in there? Ha, that's a laugh. Darking, try and overpower the force manipulating you. As if that's possible. Darking, I know you can do it. Do you think this is a joke? You haven't even felt the full magnificence of my power. Let me provide you with a demonstration. Moth, I'm picking up some serious power levels. I don't think he's bluffing. You better fortify for an extremely powerful attack. Wäre schön, wenn man da wenigstens mehr Zeit zum Heilen hätte. Kill Force! Lächerlich! Knapp. How impressive! It's been a while since a living creature could withstand that. He's really not messing around. So you could survive it once, but could you withstand it again? Darking, just try your hardest. For everyone here in the City of Light who believed in you. I am no force our mortals will could overpower. Moth, stay on your guard. Der Kampf war einfach so gut. Kill Force. Engaged. Fast. Fast. Dreimal getroffen. Ja, zweimal. How could you? How could you survive for so long?
Dalking! You! You! Oh, 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 die! Auch nochmal! Morph! You can do it! Zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Ich muss mich heilen. Nur für den Fall. Dalking! Morph sagt jetzt erstmal was. I know you're strong enough to overcome this monster. Stop! Huh? Morph! When I look at you, you have the same look in your eyes as... It's like seeing those eyes again. I feel like it makes me remember echoes of the reason why I used to live. Dalking, can you keep control of the thing? I can't. The creature overtaking me is far too strong. Perhaps this is punishment for my hubris, poetic justice for trying to play God. I can't tell, I can only hold onto myself for a few more moments. And Queen. Yes. Can you stop this creature? Yes. Then stop this. This kind of power could destroy the entire world, and I'd be forced to watch all the while. Stop this at any cost, and Queen. That is my final request as the leader of the City of Light. Yes, sir. Moth. Yes? Thank you. Dalking. I cannot believe what infuriating pests you are. I have had quite enough of this. Moth, obviously this thing is too structurally different for us to physically attack it. But tearing a portal right through it will do the trick. Cheater! That's the typical method of dealing with these kinds of entities where I come from. Okay, step back and allow me. What the fuck? Pew pew pew. Jo, das war einfach. Alles klar. Oh, if you destroy my body, I can always find another now that I'm free. Nothing will stop me. Oh ja, es sind Feuer aufgegangen. Run! Lauf! Morph, du schaffst das. Es ist keine dritte Welt. Gegner, wie unfair. Der war auch nur zum Spaß da, oder? Phaser! Eisstab! Wir hatten noch was. Ich habe vergessen, was es war. Ah, Knoblauch. Aber es wurde uns dann doch erspart. Bis jetzt. Lauf! Fall? Yep. Yep. Der schiebt sich drüber, Naja, ich mein... Bisschen wie in den guten alten Spielen. Erstes Schloss zerstört. Bisschen wie Wario Land war das, glaube ich. Oder Mario Land. Eins von beiden. Moth und Endqueen. Endqueen, die aus der Zukunft kam. Und Bee. Heißt er, glaube ich. That music. Scenario 1. Cleared. IGT? Keine Ahnung. Aber knapp 5 Stunden. Links geht's weiter. Und rechts sind die Credits. Das ist sehr, sehr klug gemacht eigentlich. Zwingt einen die Credits zu lesen. Such brilliant light. Hä? Huh? Dalking, wer ist das? Ori, deine Frau? Fragezeichen, keine Ahnung. Ah, es ist schön. Tears? Ach, Darking. Ja. I'm glad I can still feel this.
Creepy Castle. The End. Ja. Sunrise 2, Ghostly Mystery. Depth. Wir haben jetzt einige neue Charaktere freigeschalten. Und neue Level. Und es hat ein bisschen gedauert, das rauszufinden. Wir müssen praktisch ein neues Spiel starten und in einem neuen Szenario. Und da sehen wir die ganzen Gegner und Bosse. Und einiges haben wir noch nicht gesehen, aber das Hauptspiel Creepy Castle haben wir durch. Ich habe im Nachhinein nachgeschaut und anscheinend Creepy Castle ist eine Sammlung von verschiedenen Spielen, die alle einen leicht unterschiedlichen Stil haben. Weil sie sind nicht komplett unterschiedlich, aber zumindest leicht unterschiedlich. Und es war auch der längste Modus, weil ich mich nicht irre. Kapitel 2 ist fast genauso lang. Und das eine ist halt aus einer anderen Sicht. Und die anderen sind zum Beispiel die Story von End Queen ist noch dabei. Ja, da genau. Die Story von End Queen ist noch dabei und ein paar andere Sachen. Ghostly Mystery. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sie spiele. Ich bin mir relativ sicher, dass ich sie jetzt noch nicht spiele, weil ich jetzt erstmal was anderes machen wollte. Aber wenn Interesse besteht, kann ich die anderen Teile auch noch spielen. Hier die Themes unten. Action, Massive, irgendwas. Massive Exploration. Deaths. Depth. Depth. Ja. Und ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Creepy Castle hat euch gefallen. Es war ein wirklich schönes Spiel. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, ciao.